Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten österlichen Gruß heiße ich euch und Sie herzlich willkommen zum Ostergottesdienst aus der Christuskirche. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott schafft neues Leben. Jesus Christus wendet sich uns zu. In Gottes Geist gehen wir vom Tod ins Leben, von der Dunkelheit ins Licht, von der Traurigkeit zu neuem Lebensmut und neuer Freude. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen jetzt das Lied 103, Gelobt sei Gott, die Strophen 1 bis 5. Nur mitten
Psalm zu Ostern. Großes wird geschehen, Unerwartetes am Himmel und auf Erden. Alles, worauf Menschen bauen, wird schwanken. Alles, was richtig und wahr ist, wird offenbar. Alles, was schwer ist, wird weggerollt. Unerwartetes wird geschehen, Großes Leben wird geschehen. Ich bete. Lebendiger Gott, wir feiern Ostern, Auferstehung, Aufstand des Lebens über den Tod. Aber noch immer ist unser Leben geprägt von Krankheit, von Schmerz, begrenzt vom Tod. Wir feiern Ostern, Auferstehung, Aufstand der Freude über das Leid. Aber noch immer ist unser Leben geprägt von Unrecht, von Trauer und Angst. Wir feiern Ostern, Auferstehung, Aufstand des Friedens gegen den Hass. Aber noch immer ist unser Leben geprägt von Misstrauen, von Neid und Gier. Wir feiern Ostern, Auferstehung und bitten dich, Gott, schenke uns Glauben, Zuversicht und Mut, einzutreten für das Leben. Amen. Wir singen Meine Hoffnung, meine Freude. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 28 die alte Ostergeschichte. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern und Schwestern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, fürchtet euch nicht. So heißt es zweimal in diesem Evangelium zur Begrüßung. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den beiden Frauen, fürchtet euch nicht, hören sie vom Auferstandenen. Ja, die Welt ist zum Fürchten. Die beiden Frauen, die am Ostermorgen eilig in der Dämmerung zum Grab Jesu gehen, fürchten sich.
Was hatten Sie alles in den letzten Wochen erlebt? Der, der mit Ihnen die Welt im Licht der Liebe Gottes gelebt hatte, war hingerichtet worden. Der, der Menschen heil gemacht hatte an Leib und Seele, war gefoltert worden am Kreuz. Der, der geteilt hatte, was er war und was er hatte, war verraten worden. Mit seinen Gleichnissen und Geschichten hatte Jesus ihnen Lust gemacht auf ein anderes Leben. Im Miteinander waren sie in Gottes neue Welt hineingenommen worden und nun war alles aus. Mit dem Mut der Verzweifelten, mit der Liebe der Trauernden gehen sie am Ostermorgen los, um dem Toten eine letzte Ehre zu erweisen. Erlaubt war das nicht. Das Grab war fest verschlossen und bewacht. Aber das war ihnen jetzt egal. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel in einer Situation, als alles zum Fürchten ist. Ein Erdbeben hatte den Stein vom Grab gewälzt, auf dem der Engel saß. Die Wachen waren wie tot umgefallen. Die Situation ist zum Fürchten, der Boden unter den Füßen weggezogen. Wir wissen nicht, was kommt. Wir erleben die Beschränkungen. Keine Besuche, Einsamkeit, keine Umarmung, Anteilnahme am Grab auf Distanz, Menschen weichen einander aus. Misstrauen, jeder kann krank sein, Misstrauen auch sich selbst gegenüber. Ostern ohne die Familie, einsame Rituale. Enge in den Wohnungen, manchmal Aggression, kein Treffen mit Freunden, Existenzängste und für nicht wenige Todesangst. Fürchtet euch nicht, er ist auferstanden. Geht hin, sagt es seinen Jüngern. Die Frauen am Grab erhalten den Auftrag und so laufen sie los, immer noch mit Furcht, aber auch mit Freude. Sie haben eine Botschaft und einen Auftrag. Und während sie auf dem Weg sind, begegnen sie dem Auferstandenen. Sie können ihn nicht festhalten, obwohl sie das am liebsten täten und hören noch einmal den Auftrag: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Es tut gut, etwas zu tun. Es tut gut, in diesen Tagen eine Aufgabe zu haben. Die Verkündigung der Botschaft vom Leben schließt das Tun mit ein. Geht hin. Ein ganz nüchterner Auftrag. Macht euch auf den Weg, tut was. Wie viele, insbesondere Frauen, tun das Selbstverständliche, das in dieser Zeit nicht selbstverständlich ist. Sie arbeiten in der Pflege, in den medizinischen Berufen, in den Laboren, in den Lebensmittelgeschäften, in den Beratungsstellen. Sie lassen sich etwas einfallen, um die Kinder und jungen Menschen weiter zu unterrichten und zu begleiten. Wie gut ist es, etwas zu tun, das dem Leben dient, in der Nachbarschaftshilfe, einkaufen für andere, telefonieren, aufmerksam sein, Lebensmittel abgeben bei den Tafeln oder Obdachloseneinrichtungen. Oder auch Geld spenden. Spenden für Brot für die Welt, wie wir das immer an Ostern tun, oder für die Diakonie unserer Gemeinde, damit auch die Ärmsten gerade jetzt nicht vergessen werden. Wie gut ist es, etwas zu tun? Ich denke an die vielen jungen Leute, die sich engagieren, die aber auch einfordern, neu nachzudenken. Was ist wichtig im eigenen Leben und im gesellschaftlichen? Was muss anders werden? Was dient dem Leben? Er ist auferstanden. Diese Botschaft sollen die Frauen weitertragen und wir mit ihnen. Mit Furcht und mit Freude machen sie sich am Ostermorgen auf den Weg. Und Osterfreude gewinnt Raum ganz allmählich
Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Kann man das begreifen? Wir können es vielleicht so übersetzen, dass die vorfindliche Wirklichkeit nicht das Letzte ist. Dass die Todesmächte dieser Welt nicht mächtig bleiben müssen. Dass am Ende die Liebe sich durchsetzt, dass alle Tränen abgewischt werden und Leid und Geschrei ein Ende haben werden. Dass die neue Wirklichkeit, die Jesus gelebt hat, sich durchsetzen wird. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt der Auferstandene. Und doch bleibt Ostern eine Zumutung für die Erfahrung und für den Verstand. Der Auferstehungsglaube, liebe Gemeinde, ist letztlich ein Geschenk. Und wir können uns öffnen dafür, indem wir uns hineinnehmen lassen in die Glaubenszeugnisse der biblischen Frauen und Männer, in ihre Geschichten, in ihr Vertrauen, in ihren Mut, in ihre Hoffnung. Wir können uns öffnen, indem wir mitsingen, die alten Lieder, tröstliche und sehnsuchtsvolle, fröhliche und zuversichtliche. Und wir können ihn uns zusagen lassen, den Ostergruß, und in ihn einstimmen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen, Christ ist erstanden. Unser Gebet nehmen wir Fürbitten auf, die mich diese Woche erreicht haben. Du Gott des Lebens, wir danken dir für die Botschaft von der Auferstehung Jesu. Sie ist ein Licht in der Dunkelheit, ein befreiendes Wort in erstarrtem Schweigen. Sie bringt uns in Bewegung, wenn wir wie gelähmt sind. Allem Lebensfeindlichen hast du so eine Grenze gesetzt. Das macht uns Mut. Wir bitten dich um das Leben, das dem Tod widerspricht. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, weil der Tod ihnen einen geliebten Menschen genommen hat. Sei ihnen nahe und sende ihnen dein Osterlicht, dass ihr Leben wieder heller wird. Wir bitten dich in dieser von Corona gezeichneten Zeit. Gib den Menschen im Heim und den Kranken in den Krankenhäusern Zuversicht. Schenke ihnen Kraft, diese Zeit ohne persönliche Zuwendung von Angehörigen zu bewältigen. Lass auch die Angehörigen in dieser Zeit deine Nähe spüren
und von anderen liebevoll begleitet werden. Gib den Alleinlebenden Mut und Zuversicht in ihrer Einsamkeit. Hilf ihnen, den Alltag nun anders zu gestalten. Stärke ihre Freude am Leben. Gott, wir bitten dich für alle Familien, die jetzt nah beieinander sind. Hilf uns, mit uns selbst und mit denen, die zu uns gehören, geduldig zu sein, wenn das Leben uns eng erscheint. Und lass uns mit Liebe darauf schauen, was es uns gerade schenkt. Vor dich bringen wir auch die, die in ihrem Zuhause Gewalt ausgesetzt sind. Gib ihnen Mut, sich Hilfe zu suchen und von ihren Erlebnissen zu erzählen. Lass sie Unterstützung und liebevolle Begleitung erfahren. Wir bitten dich, stärke alle Pflegenden und Ärzte und alle, die dafür arbeiten, dass die Grundversorgung gewährleistet bleibt. Schenke Geduld und Liebe denen, die Kinder, alte und behinderte Menschen betreuen und begleiten. Gib allen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, ein gutes Augenmaß für ihre Arbeit und lass sie kluge Entscheidungen fällen. Wir bitten dich für alle, die unter den Folgen von Kriegen und der Klimaveränderungen leiden müssen, die auf der Flucht sind oder in Lagern ausharren. Lass sie Hilfe finden und einen sicheren Ort. Wir bitten dich, dass durch uns und viele dein Reich in unserer Welt Gestalt gewinnt, indem wir sorgsam deine Schöpfung bewahren, Wege zu Gerechtigkeit und Frieden suchen und verbindend wirken zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur und Religion. Du Gott des Lebens, brich der Lebendigkeit und der Lebensfreude eine Bahn, immer wieder und schließlich endgültig. Im Vertrauen auf deine Lebensmacht beten wir das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied »Wir wollen alle fröhlich sein«. Halleluja!
bleibt unter dem Segen unseres Gottes. Gott sei vor dir, um dir einen guten Weg für dein Leben zu zeigen, auch zu deinen Mitmenschen. Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken, wenn du dich klein fühlst. Gott sei neben dir, ein guter Freund, eine gute Freundin an deiner Seite. Gott sei in dir, um dir Kraft und Freude zu schenken für die Aufgaben deines Alltags. Gott sei um dich herum und schenke dir eine Gemeinschaft, die dich in guten und in schweren Zeiten trägt. Gott sei über dir, um dich zu segnen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.